Mein Kritikpunkt an der Fullface-Pflicht ist ja quasi der. Hi, liebe Leute. Ich bin's wieder, ja, bei meinem Bikepark-Besuch. Ich habe schon ein Video gemacht, verlinke ich unten, zum Thema Nachdenken, zu viel Denken bei der Fahrtechnik oder beim Fahren und so weiter. Was kann man dagegen tun? Jetzt ein Thema, das ist sehr akut hier in Winterberg. An den Bikeparks ist mal so, oh, ich muss den Helm mal aufmachen. Ihr seht, ich habe hier neun. Ich habe einen neuen Fullface-Helm. Ich habe mir ja komplett neue Helme bekommen von Casco, die ich ja schon seit 20 Jahren fahre ich schon Casco-Helme. Und ja, da bin ich super froh, dass sie mir die geschickt haben. Die neuen Modelle, sieht einfach cooler aus und schützt natürlich besser als die alten Dinger. Und ja, jetzt ist es so, ich bin hier so ein bisschen windgeschützt, wundert euch nicht. Ich hoffe, das geht. Also die Sache ist, in Winterberg ist im kompletten Bikepark Fullface-Helmpflicht. Also Halbschale, Enduro-Helm, BMX, Dirtjump-Helm. Gehen, glaube ich, noch auf dem Pumptrack und auf dem Übungsparcours. Aber zum Beispiel auf dem Flow Country Trail, der ja auch anfängertauglich ist, geht das nicht. Da ist auch Fullface-Pflicht. So, und da ist die Frage, findet ihr das sinnvoll? Was sind für euch die Pro- und Contra-Argumente? Ich möchte mal ein bisschen meine Gedanken dazu sagen. Also, ich habe schon oft die Kritik bekommen, dass ich irgendwie Sachen mache im Bikepark oder so, ohne Fullface. Und da muss ich auch mir das sagen lassen, das ist wirklich ein Kritikpunkt, den muss ich auch annehmen, aber wegen der Vorbildfunktion und so weiter. Aber man ist ja immer noch ein freier Mensch und kann auch selber entscheiden. Und ich würde es so machen, wenn ich richtig Bikepark fahren würde, also einen kompletten Tag im Bikepark, auf jeden Fall Fullface, auf jeden Fall. Aber wenn ich einen Kurs mache und ich springe so ein paar vereinzelte Drops als Demo und wir fahren ein bisschen Flowtrail, dann finde ich auch den Halbschalenhelm super. Da kann ich als Coach besser interagieren mit den Teilnehmern. Und ja, es gibt sowas wie den Gladiatoreneffekt, das habe ich schon mal gesagt. Manche Leute ziehen sich fette Protektoren und dicken Helm an und fühlen sich dann so, ja, so unverwundbar quasi. Und ja, das sollte euch natürlich nicht passieren. Das wäre ein Effekt, der kommen könnte. Ja, hattet ihr schon mal vielleicht eine Verletzung am Gesicht oder seid ihr komplett strikt, dass ihr immer Fullface fahrt oder habt ihr so einen Helm, wo ihr das so ranmachen könnt? Erzählt mal, weil ich habe auch so einen Helm, aber jetzt habe ich hier quasi zwei Helme mit dabei, mein Fullface und für die Anfahrt und die Abfahrt meinen normalen Helm. Ist natürlich ein bisschen umständlich, zwei Helme mitzunehmen. Dafür gibt es ja jetzt diese Klick-Klack-Dinger. Aber ja, ich denke mal, da kann jeder selber entscheiden. Gerade wenn ihr im Auto anfahrt, könnt ihr ja im Auto den passenden Helm immer haben. Im Winterberg, wenn ihr im Trailpark fahrt, dann den normalen Helm. Wenn ihr im Bikepark geht, den Fullface. Mein Kritikpunkt an der Fullface-Pflicht ist ja quasi der, dass der Flow Country Trail meines Erachtens ein Anfängertrail ist. Und da sollten auch Familien reinfahren können, ohne diese Schwelle zu haben, dass sie sich einen Helm leihen müssen oder kaufen müssen. Es gibt auch viele Leute, für die ist das eine Hemmschwelle, zu sagen, ich brauche unbedingt ein Fullface, sonst darf ich gar nicht auf die Strecke. Weil der Flow Country Trail ist jetzt nicht viel anders als ein normaler Trail im Wald. Und deswegen wäre das mein Kritikpunkt. Ich würde sagen, vielleicht sollte man das wirklich so machen, dass man die härteren Strecken mit Fullface-Pflicht macht.
Aber den Flow-Strecke und den Übungsparcours auch noch ohne Full-Face, ja. Das ist so meine Meinung. Also ich finde Flow-Country-Trails mit einer kategorisierten Pflicht finde ich jetzt nicht so optimal. Ja, könnt ihr mal eure Meinung sagen, wie ihr das seht. Tragt ihr so einen richtig dicken Downhill-Helm oder so einen Enduro-Full-Face-Helm, der so ein bisschen luftiger ist, wie ich ihn jetzt habe. Ja, achtet ihr da aufs Gewicht oder auf so diese MIPS-Technologie, dass ihr da quasi noch so einen zusätzlichen Schutz habt für Kopfverletzungen. Ja, bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Ich habe mich jetzt wieder an den Full-Face gewöhnt. Auf dem Heimweg fahre ich dann wieder meinen roter Radweg zurück und bin mal gespannt, was ihr darüber denkt. Wie ist das in euren Local Bike Parks, wo ihr meistens fahrt? Ist da auch komplette Pflicht? In Willingen ist es nicht komplette Pflicht. Ja, und da ist es, denke mal, nur auf der Downhill und der Enduro. Ich müsste jetzt aber nochmal nachgucken. Super. Wir sehen uns im nächsten Video und ich bin mal gespannt, was ihr dazu denkt.